So Leute, wie angekündigt, jetzt nochmal hier im Üben-Modus den letzten, und damit ist das Tutorial dann auch abgeschlossen, Thrall gegen Hexenmeister. Jawohl. Gut, ja, tut mir leid, dass der letzte Part ein bisschen schnell abgebrochen ist, aber Hearthstone verbraucht echt viel Speicherplatz bei mir. Das ist, krass, was Hearthstone an Speicherplatz frisst. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Nee, wird sie nicht. Eure Zeit ist gekommen. Eure Zeit ist wirklich gekommen. Ja, sieht perfekt aus. So, ansonsten, ja, hat sich seitdem nicht viel getan. Ich habe ein bisschen gespielt. Ich habe ein paar Decks freigeschaltet. Ich spiele hauptsächlich Pana. Wer hat's erwartet? Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich auch im normalen WoW schon immer Palas gespielt und geliebt habe. Arena Run habe ich bisher jetzt noch keinen gemacht. Ich habe Arena Runs ja auf meinem zweiten Account gemacht gehabt, also auf dem anderen Account, wo ich vorher gespielt hatte. Da habe ich ja Arena Runs. Gott, was für ein schwieriges Wort. Arena Runs. Habe ich da ja gemacht. Und, ja. Dementsprechend wollte ich mir hier vor allem den Free Arena Run, werde ich mir aufbewahren für euch. Und ich nehme eine Kerze. Wollte ich mir aufbewahren für euch, damit ich mit euch spielen kann. Ich werde euch, glaube ich, auch hauptsächlich Arena Runs zeigen. Weil vieles ist, viel anderes ist einfach langweilig. Weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so interessant, wenn ihr irgendwie zuguckt, wie ich mit meinen Normal Decks spiele, weil in Normal trifft man eigentlich entweder nur Vollidioten oder halt nur Vollidioten. Also, man hat da jetzt nicht unbedingt die Auswahl, wen man da trifft. Ist der Heal-Totem, wo? Jawohl. Und dadurch, dass man da halt so wenig Auswahl hat, sage ich persönlich, macht es keinen Sinn. Man trifft entweder Decks, die halt getestet werden, oder im Normal halt Decks, die, weiß nicht. Es ist irgendwie ein ganz anderes Spielverhältnis von Normal zu dem, als hier jetzt eben das, was ich jetzt spiele. Ich weiß bis jetzt, wenn ich den spiele. Geht hinter mir in Deckung. Schnell, um genau zuschlagen. So. Und dementsprechend sage ich persönlich, ich muss euch keine Normal Runs zeigen. Normal Runs sind langweilig, finde ich persönlich, ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr das anders seht, dann ich bin bereit, ich nicht. Könnt ihr mir ja gerne schreiben. Also könnt ihr mir dann unter das Kommentar schreiben, so, zeig uns Arena, weil Arena voll cool ist und du bist voll kacke. Irgendwas in diese Richtung. Dann weiß ich Bescheid, dann werde ich euch wahrscheinlich Arena... Ach, verdammt. Ist immer noch nicht schlimm. Ich war auch gerade irgendwie Brain AFK und habe einfach nur noch reingezogen. Naja, egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, ach du Scheiße, er hat einen Kriegsholen. Kann bitte einer mal sagen, wie ich mit dem handeln soll? Ja, super. Der wird auch nur 6-6. Also ich mach das. 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 Fertig. Ja. Wie gesagt, ihr müsst mir das schreiben, ob ihr auch Normals sehen wollt oder jetzt halt nur Arena. So wie ich das jetzt bisher ursprünglich vorhatte mit nur Arena, aber das ist eure Sache. Eure Entscheidung. Ja, ich weiß, wie ich es mache. Ja, eure Entscheidung. Schreibt es in die Kommis, dann weiß ich Bescheid. Aber mein Plan ist jetzt erstmal nur Arena zu zeigen. Und auch eigentlich... Macht er eigentlich so viele Handkarten? What the fuck? Yo, genau. Ah.
Ja, ansonsten, wie gesagt, nächster Part wird Arena sein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gerade nicht gegen diesen Bot verliere. Das wäre nämlich bitter. Ja, genau. Weil das sieht echt gerade echt bitter aus für mich. Das sieht noch bitterer aus. Autsch! Aber das Deck scheint auch nicht so gut zu funktionieren. Ich komme generell mit Charmies nicht so gut klar, genauso wie ich mit Dudus. Weiß nicht, ich bin damit nicht so bewandt. Mhm. Ist klar, aber. Naja, immerhin. Was glotzt du so? Ist wieder der Heal-Totem. Früher hat der Heal-Totem an Champion auch noch gemacht. Das war ziemlich cool. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Damit den. Und damit. Ich versuche jetzt erstmal seine Monster ein bisschen loszuwerden. Okay. Das ist bitter. Das ist fast schon Verschwendung. Ja, genau. 4 Leben. Krass. Dann bringt mir die Zaubermacht ja echt viel, muss ich sagen. Ja, genau. Die Karte zieht dann natürlich genau. Oh boy. Kann ich wenigstens den... Oh, Mann. Also die Fähigkeit vom Charmier habe ich noch gar nicht erklärt. Man kommt ein Random Totem. Und dieser Random Totem kann eben auch einen. Ja, genau. Du mich auch. Kann eben auch ein Spotter sein. Was ich jetzt zum Beispiel sehr bevorzugen würde, was aber keiner ist. Deswegen muss ich jetzt das da machen. Dafür hat er noch 5 Karten im Deck. Vorteil daran läuft sich. Ja, genau. Aua. Gegen Bot verloren, das ist bitter. Aber ich habe, wie gesagt, ja auch nur das Standard-Deck genommen. Hier, man sieht es, Level 2 gerade mal. Ja. Das hat man erwartet. Gut, wir sehen uns beim Arena-Run. Bis dahin, Ablexe, ciao, ciao.